herzlich willkommen zum Landesverbandstag 2021 in der Stadthalle hier in Neuss. Ist eben schon gesagt worden, es ist das erste Mal seit 2,5 Jahren, dass wir einen solchen Tag abhalten können. Und wir sind froh, dass es heute geklappt hat. Und damit, meine Lieben, sind wir auch schon beim Hauptthema. Was wir Haus- und Grundeigentümer gar nicht mögen und hassen wie die Pest, ist eine rot-rot-grüne Bundesregierung. Sollte diese Wirklichkeit werden, sage ich, gute Nacht Deutschland. Alles, was unsere Vorgänger und wir in harter Arbeit in 75 Jahren aufgebaut und erhalten und verbessert und verschönert haben, wird den Bach runtergehen. Enteignung und Mietendecke und ähnliche Folterinstrumente werden keine neuen Wohnungen schaffen. Kein freier Bürger wird mehr bauen und oder vermieten wollen. Der Begriff Nebenkosten wird verschwinden. Die hat insgesamt der Vermieter zu tragen und alle CO2-Abgaben dazu. Die Mieten werden über 10 und 20 Jahre eingefroren werden. Unsere Häuser werden verkommen wie in der DDR. Wenn wir mehr Wohnungen haben wollen, müssen wir unsere 20.000 Bauvorschriften radikal zusammenstreichen und dazu die 16 Landesbauordnungen abschaffen. Baurecht muss allein Bundesrecht sein, genau wie das Mietrecht. Wir sind die Stimme der Eigentümer in der Landespolitik. Und das galt übrigens auch während der Lockdown-Phase, denn obwohl Corona war, gingen politische Entscheidungsprozesse weiter. Und positiv hervorheben möchte ich zudem, dass die Landesregierung auch offen war für praktikable Lösungen. So haben wir von Haus und Gut Rheinland-Westfalen noch im Frühjahr letzten Jahres erreichen können, dass die Zulässigkeit von Eigentümerversammlungen, von Wohnungseigentümergemeinschaften ausdrücklich in der Corona-Schutzverordnung erwähnt worden ist, um wichtige Beschlüsse ermöglichen zu können. Denn digitale Beteiligungsmöglichkeiten an Versammlungen wurden erst Ende letzten Jahres mit der WEG-Reform eingeführt. Und deshalb ein Dankeschön an die NRW-Landesregierung und stellvertretend für die Landesregierung richte ich diesen Dank an Sie, Herr Dr. Stamp, dass es bei allen notwendigen Maßnahmen nicht um den Wettlauf der strengsten Maßnahmen ging, sondern um effektive und möglichst verhältnismäßige Mittel. Vielen Dank. Und meine Damen und Herren, Sie kennen ja vielleicht noch den Spruch von Johannes Rau: Lieber ein Haus im Grünen als die Grünen im Haus. Die späte Rache sollte aber dieses Jahr mit einem Zitat kommen, und zwar vom Vorsitzenden der Grünen Bundestagsfraktion in einem Zeitungsinterview. Dort sagte er, dass er im Grunde den Bau von weiteren Einfamilienhäusern in Frage stellen würde. Nachdem es eine Welle der Empörung gegeben hat, wurde seitens der Grünen versucht, ein wenig zurückzurudern, ganz nach dem Motto: Niemand hat die Absicht, das Einfamilienhaus zu verbieten. Trotzdem gab es auf Veranlassung von CDU und FDP eine Anhörung zur Zukunft des Einfamilienhauses in NRW. Sie können sich vermutlich vorstellen, dass wir von Haus und Grund Rheinland-Westfalen eine sehr eindeutige Meinung dazu hatten. Denn wir sagen, jeder Mensch sollte selbst entscheiden, ob er ein Haus im Grünen haben möchte oder nicht. Allein für unseren Kreis werden da für die nächste Zeit bis 2040 22.500 neue Wohneinheiten prognostiziert, die man braucht. Und auch nicht alles nur Geschosswohnungsbau, wie man glaubt, sondern ein Großteil wird gewünscht als ein- oder zwei Familienhäuser, von denen man nach der Landesplanung ja eigentlich keine mehr bauen dürfte, weil ja dann der Flächenverbrauch wieder zu groß wäre. Also eine ganz schwierige Herausforderung, vor der wir alle stehen. Und wie wir das alles in der nächsten Zeit hinbekommen, ist mir nicht ganz klar. Wenn ich es wüsste, würde ich sagen. Aber ich glaube, wenn wir uns anstrengen, können wir eine ganze Menge erreichen. Ich danke herzlichst dem Landesverband und den Mitgliedern von Haus und Grund, denn sie leisten einen wertvollen Beitrag zum Wohnungsmarkt. Sie gestalten unseren Wohnraum.
übernehmen dafür die Verantwortung und kümmern sich darum, dass das Wohnen in Nordrhein-Westfalen attraktiv und bezahlbar bleibt. Ich wünsche Ihnen in diesem Sinne einen schönen und fruchtbaren Verbandstag. Wie zum Beispiel beim Mietenspiegel. Auch hier erleben wir, dass sich SPD und Grüne darin überbieten, wie alt denn die Mieten sein dürfen, die in so einem Mietenspiegel auftauchen dürfen, um die ortsübliche Vergleichsmiete zu definieren. Das waren mal 2 Jahre, es wurden 3 daraus, jetzt sind es 4. Die SPD hat erst 6 gefordert und gedacht, Mensch, das reicht ja gar nicht, wenn wir schon 4 haben, und gleich gesagt, es müssen die letzten 8 Jahre sein. Aber die Grünen lassen sich halt heutzutage nicht lumpen. Da sehen sie ganz alt aus von der SPD. Die sagen jetzt gleich 20 Jahre. 20 Jahre alte Mieten im Mietspiegel. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, aber wenn ich zu Hause in den Spiegel gucke, dann mache ich das, weil ich sehen will, wie ich aussehe. Es löst in den letzten Jahren nicht unbedingt mehr Begeisterung aus, aber eins ist klar, ich klebe mir kein Foto an meinen Spiegel, um mich vor 20 Jahren zu sehen. Dann habe ich keinen Spiegel mehr, dann habe ich Selbstbetrug. Und nichts anderes ist ein Mietspiegel mit 20 Jahre alten Mieten. Das ist Betrug. Meine Damen und Herren, es muss möglich sein, dass ein Polizist und eine Krankenpflegerin, die beide anspruchsvolle Berufe haben und viel für unsere Gesellschaft leisten, ein Eigenheim kaufen können. Das ist ein wesentlicher Baustein für den Aufstieg, für mehr Lebensqualität und auch für eine sichere Altersvorsorge. Wir wollen, dass Deutschland eine Eigentümernation wird, oder wie das mein leider viel zu früh verstorbener Freund Guido Westerwelle einmal auf den Punkt brachte: Die anderen wollen Volkseigentum, wir wollen ein Volk von Eigentümern, meine Damen und Herren. Deshalb müssen Wohnen und Bauen wieder günstiger werden. Das ist das wichtigste Ziel einer sozial gerechten Wohnungspolitik. Eine Stellschraube dabei ist die Grunderwerbsteuer, die aufgrund der Kopplung an den Kaufpreis für einen dynamischen Anstieg der Erwerbsnebenkosten sorgt. Als Nordrhein-Westfalen-Koalition haben wir klar verabredet, und ich darf sagen, dass dies auch ein wirkliches Anliegen meiner Partei war und weiterhin ist, dass wir ein Freibetrag für die erste selbstgenutzte Immobilie einführen wollen. Dies wäre eine zielgenaue Entlastung junger Familien auf dem Weg ins Eigenheim. Weil hierfür eine bundesgesetzliche Änderung nötig ist, haben wir gemeinsam eine Bundesratsinitiative auf den Weg gebracht. Diese, meine Damen und Herren, wurde leider insbesondere von Rot-Grün mitregierten Ländern gestoppt. Ich darf Ihnen aber sagen, wir lassen an dieser Stelle nicht locker. Noch heute Morgen haben wir gemeinsam im Bundesrat mit Schleswig-Holstein einen neuen Anlauf genommen. Wir werden nicht hinnehmen, dass andere politische Kräfte die Verwirklichung von den eigenen 4 Wänden, den Traum so vieler Familien, weiter behindern. Thank you.
müssen uns nochmals, wie Herr Dr. Stambes zum Schluss seines Vortrags gehalten hat, nach Berlin gucken. In Berlin findet die Bundestagswahl statt, für das Land Berlin die Landtagswahl und eine Abstimmung über einen Antrag mit dem Inhalt, dass Wohnungsunternehmen enteignet werden sollen. Sie hören richtig, Wohnungsunternehmen sollen enteignet werden. Und ich wage die Prognose, wenn dieser Dammbruch gelingen sollte, dann sind die privaten Hauseigentümer die Nächsten, die gleich oder ähnlich behandelt werden. Und dies müssen wir mit den mehr als 900.000 Mitgliedern unseres Verbandes verhindern und alles dafür tun, dass so dies nicht kommt und nicht kommen kann. Spitze, muss ich einfach sagen. Also ganz, ganz toll. Gratulation. Und drum eine gelungene Sache. Sehr gute Redner. Hätten wir noch mehr von denen, die so prägnant die Sache auf den Punkt bringen und die Lage erkennen, dann wären wir ein Stück weiter. Gute Wortbeiträge kombiniert mit fantastischer Musik und eine ganze Philharmonie wieder live auf der Bühne zu sehen bei einer solchen Veranstaltung nach anderthalb Jahren Pandemie war ein großartiger Anblick. Mir hat der Abend sehr gut gefallen. Ich glaube auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil wir uns alle so gefreut haben, dass wir uns miteinander mal wieder getroffen haben nach so langer Corona-Zeit. Ich muss sagen, ein sehr guter Abend, auch themenmäßig sehr gut besetzt und vor allem auch im Hinblick auf die nahe Bundestagswahl eine sehr gute Positionierung. Ein Nachmittag und Abend, der deutlich gemacht hat, worum es unter anderem bei der Bundestagswahl am 26. September geht, dass wir es in der Hand haben als Bürgerinnen und Bürger, die Weichen dafür zu stellen, dass Eigentum geschützt wird. Ich bin jemand, der hat 1986 Freddie Mercury noch live gesehen in Köln, damals noch im Müngersdorfer Stadion. Und Bohemian Rhapsody ist natürlich immer eine tolle Geschichte. Aber es waren gute Reden. Ich habe mich gefreut, heute auch durchaus auch über das Lob für die Landesregierung. Das tut ja dann auch mal gut. Was ich vor allen Dingen auch nicht versäumen möchte zu sagen, ist, dass in den Pandemiezeiten ja sehr wenige Mieterinnen und Mieter notleidend geworden sind. Das hat auch damit zu tun, weil es viele Vermieter gegeben hat, insbesondere auch private Vermieter gegeben hat, die sich mit den Mietern geeinigt haben und die um die Finanzkraft wissen und die dann auch Zugeständnisse gemacht haben, entweder gestundet haben die Mieten oder sogar Mietverzichte ausgeübt haben oder Reduzierung von Mieten. Und das wissen auch wir als Deutscher Mieterbund und die örtlichen Mietervereine zu schätzen. Wunderbar, war sehr informativ, sehr aufschlussreich, war sehr, also im Ganzen sehr schön. Die Möglichkeit hier natürlich sich zu treffen, sich zu unterhalten mit anderen Menschen, das ist natürlich eine schöne Gelegenheit jetzt auch nach Corona, das hat mir gefallen. Ein sehr hervorragender Abend, auch für mich sehr informativ, mit ganz toller Musik und vor allem auch vielen Informationen für die Richtungswahl, die jetzt ansteht. Wunderbar, also es war ein tolles Event heute, muss sagen, es hat uns super gefallen. Musik.